genau hingeschaut haben, dann haben Sie auch einen unserer Studiogäste schon erkannt, den ich Ihnen aber erst vorstellen möchte, ausführlich vorstellen möchte im Gespräch später, nachdem wir uns Orofino angesehen haben. Denn Orofino ist der Galopper des Jahres, meine Damen und Herren, in einem seiner Rennen, kommentiert von Adolf Vorlach. Galopprennbahn Düsseldorf am 25. Juli. Orofino ist auf dem Höhepunkt seiner Form. Der vierjährige kapitale Hengst aus dem Gestüt Zoppenbruch lässt im Großen Preis von Berlin auch hoch eingeschätzten Gästen aus England und Frankreich nicht die Spur einer Chance. Für Orofino ist dies der vierte Saisonerfolg bei ebenso vielen Starts. Drei Wochen später gewinnt er noch überlegener den Aral-Pokal, das zweite Rennen der höchsten europäischen Kategorie. Seinen letzten Jahresstart absolviert er mit bereits abfallender Form im Großen Preis von Baden Anfang September. Frühzeitig bezieht er danach das Winterquartier. Orofino wird von Sven von Mitzlaff in Köln trainiert. Bei seinen Siegen hat er stets Peter Alafi im Sattel. Und so liest sich die Saisonbilanz von Orofino. 6 Starts, 5 Siege, 1 Platz. Nacheinander gewinnt er den Gerling-Preis, den Großen Preis von Düsseldorf, den Hansa-Preis, den Großen Preis von Berlin und den Aral-Pokal. Seine Jahresgewinnsumme beträgt glatt 454.000 Mark. Und insgesamt sind es jetzt, glaube ich, 900.000 Mark. Jetzt darf ich vorstellen, auch das haben Sie eben schon erkannt, Frau Preske, sie ist Mitbesitzerin des Gestüts Zoppenbruch. Und Herr von Mitzlaff haben Sie ebenfalls schon erkannt, der seit 30 Jahren Trainer bei diesem Gestüt ist. Das ist eine ungewöhnliche Zeit, Herr von Mitzlaff. Wie kommt es? Ja, ich habe das Glück gehabt, zunächst mit Herrn Walter Preskes, dem Begründer des Gestüts, zusammenzuarbeiten. Dann mit Herrn Kurt Preskes, 16 Jahre lang. Und dann mit Frau Preskes seit 1977. Und bei allen drei Besitzern des Gestüts Zoppenbruch habe ich immer sehr viel Verständnis für meine Arbeit und volles Vertrauen gefunden. Sie haben das Jahr 1977 genannt, Frau Preskes. Das war das Jahr, in dem Ihr Mann verstorben ist und in dem es, glaube ich, eine Zeit lang auch so aussah, als sollte Gestüt Zoppenbruch auch bald nicht mehr existieren. Ja, man wollte mich dazu überreden. Und das war der Wirtschaftsprüfer und ein Prokurist. Die sagten, das muss, die Pferde müssen alle weg. Hm. 2 Stuten können Sie sich noch erlauben und alles andere muss verkauft werden. Und es waren genug Interessenten da, die die Pferde auch gerne gehabt hätten, muss ich dazu sagen. Aber ich habe gesagt, das Lebenswerk meines Mannes, es ist so schnell zerschlagen und so schwer wieder aufgebaut. Im vergangenen Jahr, als Orofino das nur zur Erinnerung auch gewonnen hat, da hatten wir das Vergnügen, Ihre 3 Töchter hier begrüßen zu können. Sie waren damals erkrankt und konnten leider nicht kommen. Und ich darf ja jetzt ruhig sagen, 5 Frauen geben in diesem Gestüt den Ton an, denn Ihre Schwiegermutter mit ihren 92 Jahren kümmert sich auch noch ein bisschen darum. Sie hat noch Interesse daran, aber sie lässt Ihnen freie Hand. Ja. Sie lässt mir ganz freie Hand. Haben Sie was dafür getan, dass Ihre Töchter sich auch für das ist den angeboren. So? Das ist angeboren, das ist geerbt. Die sind alle 3 Pferde begeistert, vor allem die mittlere. Die ist den ganzen Tag nur im Gestüt. Dieses Gestüt, meine Damen und Herren, wollen wir Ihnen in den nächsten kleinen Film ein bisschen vorstellen. Dort ist also, nein, im Augenblick Orofino nicht, aber dort ist er groß geworden, Hans Rosen. Das ist die Geburtsstätte von Orofino. Das Gestüt Zoppenbruch liegt am linken Niederrhein in der Nähe von Mönchengladbach. 1922 wurde es gegründet. Es befindet sich im Familienbesitz. Vor 4 Jahren gehörte auch Orofino zu einem solchen Rudel, das bei Wind und Wetter im Freien herumtollt. Seit 3 Jahren aber ist Orofino auf der Kölner Galopprennbahn im Stall von Trainer Sven von Mitzlaff zu Hause. Das Fernsehen ist da, die fremden Leute, da muss Jockey Peter Alafi schon aufpassen. Vollblüter sind sensible Tiere. Aber Futtermeister Baltromey kennt das richtige Mittel, um den Hengst zu beruhigen. So, komm, Lange. Hier hast du was Gutes, Junge. Komm mal her, der Liebe. Ein misstrauischer Blick wegen der Scheinwerfer, aber dann sind die Möhren interessanter. Orofino, der Kraftprotz auf 4 Beinen, hat eigentlich immer Hunger. Er sieht im Moment blendend aus. Das Fell glänzt, er ist sichtlich wohlauf. Er wird aber auch 3-mal am Tag gepflegt und gefüttert. Im Herbst gab es Meldungen, dass er für einige Millionen zu Zuchtzwecken ins Ausland verkauft werden solle.
Im Moment ist er aber immer noch auf der Kölner Galopprennbahn und verrichtet seine tägliche Morgenarbeit. Das heißt, wir werden wohl auch im nächsten Jahr noch solche Bilder zu sehen bekommen. Finish im Gerlingpreis auf seiner Heimatbahn. Auf der Zielgeraden wird sein Galoppsprung immer länger. Wir haben mitgezählt. In unserer Zeitlupenstudie macht Orofino 2 Galoppsprünge weniger als sein Gegner Vauti und nimmt ihm dennoch mehr als 2 Längen ab. Beeindruckende Bilder, nicht nur für Fachleute. Ja, zu jedem Wettbewerb gehört eine Ehrung. Ich darf Herrn von Löper begrüßen. Er ist der Generalsekretär des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen. Und Herr von Löper, Sie sind so nett und überreichen die Plakette für den Galopper des Jahres 1982. Wir freuen uns sehr, gratulieren herzlich. Danke. Herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch auch an Orofino. Sehr schön. Ja. Dankeschön. Seine Box ziert jetzt ja zum zweiten Mal ein solches Schild. Und damit wir nicht ins Schleudern kommen, wollen wir jetzt, wenn ich Sie bitten darf, mal die 5, wir haben sie genannt, Hauptpreise losen. Und wir haben uns vorher auf eine Reihenfolge festgelegt. Wir ziehen jetzt zunächst einmal, und Frau Preske, ich darf Sie bitten, eine Reise für 2 Personen zur Derbywoche nach Hamburg. Herr von Löper stellt die Öffentlichkeit mit Ihnen, meine Damen und Herren, her. Da müssen wir schauen. Heinz Heidenfels, Ludwig-Jahn-Straße 32 in Tönisforst. Orofino müsste hier auch irgendwo stehen. Jawohl, ist angekreuzt. Und die nächste Reise geht nach Baden-Baden zur internationalen Rennwoche. Karin Jakob, Wagnerstraße 11 in 8700 Würzburg. Auch hier Orofino. Unsere nächste Reise für 2 Personen, das gilt immer. Herr von Mitzlaff, sind Sie so nett und ziehen Sie einen glücklichen Gewinner, der nach Paris fahren kann zum Prix de l'Arc de Triomphe. Und hinten dran gleich 2 Glückliche, die nach Rom fahren können zum italienischen Derby. Moment, ich muss noch sagen, wer das ist. Marion Knopp, Kapellenstraße 15 in 6500 Mainz. Auch hier ist Orofino angekreuzt. Und jetzt das italienische Derby. Renate Pallax, Kölner Straße 30 in 2800 Bremen 41. Und jetzt der Toppreis. Frau Breskes. Tiefgraben. Galopp, Tokio Cup. November 83, eine Reise für 2 Personen im Werte von 12.000 Mark. Und sollten Sie also, was ich mir nicht vorstellen kann, kein Galoppsportfreund sein, dann können Sie sich eine Reise in gleicher Güte wählen. Wir haben eine glückliche Hand, Sie alle, für die Damen gehabt. Helga Schmidt, da steht die Telefonnummer noch dabei, aber das sage ich natürlich nicht. Unterer Wachtelberg in 8.641 in Weißenbrunn, Orofino, alles korrekt. Auch hier kann ich wieder nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Das gilt auch für alle diejenigen, die wir später ermitteln werden. Wir werden Ihnen das dann schreiben. Da gibt es Eintrittskarten für die deutschen Galopprennbahnen zu gewinnen, Kalender und Bücher zum Galoppsport. Vielleicht wird es noch die ein oder andere nette Überraschung für den Weihnachtssieg. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Nehmen noch einen Augenblick Platz. Haben wir in den letzten Jahren ein Drittel der Gestüte verloren. Rentiert sich das nicht mehr? Es ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Vom Staat kriegen wir gar keine Unterstützung. Und die Unkosten, die Personalkosten und sämtliche andere Kosten sind ja so maßlos gestiegen, dass das sehr schwer rauszugaloppieren ist. Und man hat ja nicht jedes Jahr so ein gutes Pferd. Man will ja überleben. Dann sind die Koppelzäune zu pflegen, dann sind die... jetzt muss ich eine Drainage machen lassen. Ich möchte mich aber an dieser Stelle, wenn ich das darf, vor allem mal bei meiner Mannschaft, zuerst bei Herrn von Mitzlaff, dann bei unserem Gestützleiter und bei der sehr gut zusammenarbeitenden Mannschaft, sowohl im Rennstall wie im Gestüt, bedanken. Dazu gehört sicher auch der Peter Alafi, der seit 5 Jahren bei Ihnen der Stalljockey ist, ja, nicht? Weiß Gott. Und viele erfolgreiche Ritte mit Ihren Pferden getätigt hat. Herr von Mitzlaff, wie viele Galoppe des Jahres haben Sie denn schon betreut? Wissen Sie es auf der Hand? Ja, das weiß ich. Es ist der 8. Der 8. Der 8. Ja. Und davon 4 verschiedene. Mit 5 für Zoppenbruch, ja. Ja, davon 4 verschiedene Pferde, das habe ich mir aufgeschrieben. Aber Sie haben das sicher im Kopf: Kronzeuge, Athenagoras und Königstuhl. Und Ihr Gestüt hat auch ein paar Derbysieger.
Ja, natürlich. Muss. Drei Derby-Sieger. Athenagoras 73, Orofino. Dann Königstuhl und 79 und Orofino im letzten Jahr. Herr von Mistaff, ganz ehrlich, wenn die Schlenderhahner nur ein Pferd in der Konkurrenz gehabt hätten, wäre es dann enger geworden für Orofino heute? Schwer zu sagen, aber ich glaube, gewonnen hätte er auch immer. Ja. Darf ich das so mal fragen? Es gibt die Auffassung, dass die deutschen Gestüte gerne so ein bisschen unter sich sind, dass es in der Bundesrepublik Deutschland viele Rennen für Einheimische mehr gibt, als es im Ausland ist, das sich mehr öffnet. Ist das Herr richtig? Vermisser, müssen Sie beantworten. Ja, es ist etwas so im Vergleich zum großen Rennsportausland, also England und Frankreich. Aber immerhin können die Ausländer bei uns gewinnen, einen Preis von Europa 300.000 Mark, einen großen Preis von Baden 175.000 Mark, einen großen Preis von Berlin 120.000 Mark, großen Hertie-Preis, Zukunftsrennen und so weiter. Also sie können eine Million hier mitnehmen und das ist schon eine ganze Menge. Und dass die Dreijährigen im Derby...